Der Konstrukteur. Peng! Ha! Hä? Was? Hallo, Tom Thomas. Was malst du da? Ich male nicht. Das nennt man Zeichnen. Was heißt das? Sag mir, ist das ein Kreis? Sicher. Und das? Ist auch ein Kreis, nur etwas runder. Natürlich. Den habe ich nämlich gezeichnet. Mit einem Zirkel. Und jetzt habe ich eine Zielscheibe. Jetzt lade ich meine Dartpistole. Wow! Warum schießt du damit auf mich? Es war die Pistole. Ich habe nicht mal abgedrückt. Was? Ist die kaputt? Ich werde sie öffnen und nachsehen. Da, dieses kleine Teil ist kaputt. Ich werde Papus suchen. Er kann dir helfen. Er kann ein neues machen. Ein brandneues. Warte, ich entwerfe eine Bauzeichnung. Wird Papus in der Lage sein, die zu lesen? Machst du Witze? Papus ist ein Experte in allem. Fertig. Wow, Tom Thomas, du bist ein echter technischer Zeichner. Ein Konstrukteur, Nullik. So nennt man das. Versucht mal, einen perfekten Kreis freihand zu zeichnen. Daraus wird nichts, hm? Nun, mit Hilfe eines Zeichenzirkels wird euer Kreis perfekt. Man setzt die Nadel ins Zentrum und dreht den Zirkel. Und fertig! Ein Zirkel ist nur einer von vielen Werkzeugen fürs technische Zeichnen. Wenn ihr zum Beispiel eine gerade Linie zeichnen wollt, braucht ihr ein Lineal. Und wenn ihr einen Rahmen für euer Bild zeichnen wollt, könnt ihr ein Dreieck benutzen. Zieht eine Linie auf einer Seite und dann auf der anderen. Und um den Rahmen fertig zu zeichnen, dreht das Dreieck herum und zeichnet die anderen beiden Seiten. So bekommt ihr ein perfekt gerahmtes Bild. Es gibt auch Zeichengeräte, um gebogene Linien zu zeichnen. Sie heißen Kurvenlineal oder Schablone. Aber eigentlich nutzen die Leute heutzutage immer öfter Computer, um technische Zeichnungen zu machen. Papus! Hä? Ui, ui! Was ist passiert? Wir brauchen dringend deine Hilfe! Ein Teil in Tom Thomas' Dartpistole ist gebrochen. Kannst du es nachbauen? Was für ein Teil genau? Schau, hier ist eine technische Zeichnung. Oh, ihr habt sogar eine technische Zeichnung. Sehr gut, mal sehen, wie es aussieht. Bitte sehr. Super, mal sehen. Das wird nicht klappen. Siehst du, an der Seite passt es nicht. Ich muss noch eine technische Zeichnung machen. Nolik, du hast mich wieder erschreckt. Verzeih mir, aber da müsste ein Vorsprung sein. Hier, auf diese Seite. Und du bist sicher, das ist alles? Bestimmt, Ehrenwort. Tom Thomas, es ist fertig. Hör zu, während du weg warst, habe ich gemerkt, dass das Teil hier ein Loch hat. Genau hier. Schon wieder? Tut mir leid, aber in dem Teil ist auch ein Loch. Eine technische Zeichnung ist eine besondere Zeichnung. Sie muss präzise die Maße des Gegenstandes beschreiben, der erstellt werden soll. Um das zu tun, muss die Zeichnung sehr genau sein und alle Maße beinhalten. Und das ist nicht alles. Ist das Objekt komplex, muss es von mindestens drei Seiten gemalt werden. Vorderansicht, Seitenansicht und von oben. Seht ihr? Das Objekt wirkt anders von jeder Seite. Also, wenn ihr euch Zeit sparen wollt, lernt genau zu zeichnen. Und zack. Es klappt. Und das dank der technischen Zeichnung. Ja, nach drei Versuchen, tolle Konstrukteure seid ihr. Jetzt kann ich alle möglichen technischen Zeichnungen machen. Sogar eine von dir, wenn du magst. Nein, danke. Hey, das toll. Kitzelt. Tu mir einen Gefallen und dreh dich. Hey, was machst du da? Hör auf! Was machst du? Ich glaube, jetzt hab ich's. Es ist fertig. Und was ist das für ein Kreis? Das bist du von oben. Weißt du was, Simka? Genau so siehst du von hier oben aus. Nullig.
Bring das rüber zu Papus. Er kann daraus eine zweite Simka machen. Nein, danke, Tom Thomas. Für mich reicht eine Simka aus. Die Batterien. Oh, kleine Zitrone, warte nur. Eines Tages wirst du ein großer, hübscher Baum. Guck mal, sie redet mit einem Blumentopf. Oh, ihr seid's, Jungs. Gefällt er euch? Was denn? Mein Setzling. Seht ihr ihn? Er wird ein schöner, großer Baum werden. Und da, zwischen den grünen Blättern, werden wunderschöne, gelbe Zitronen wachsen. Klasse! Aus dem Ding? Zitronen? Oh ja! Es wird schon ein Baum draus werden. Dafür muss er lediglich Energie sammeln. Er braucht Energie? Woher denn? Von unserer Sonne! Der Sonne? Die ist doch viel zu lahm. Oh! Batterien wären viel schneller als die Sonne. Batterien? Das glaube ich eher nicht. Spule, weißt du, wie viel Energie die haben? Lass uns ein paar Batterien hier vergraben. Und du wirst sehen, wie dein Zitronenbaum in die Höhe schnellen wird. Bist du ganz sicher? Selbstverständlich. Und wo kriegen wir die Batterien her? Da drüben. Professor Eugenius hat eine ganze Schachtel voll davon. Batterien, ja, die brauchen wir tagtäglich und zwar massenhaft. Batterien, geben unseren elektrischen Geräten Kraft. Schon. Vor dem Wochenende werden wir die ersten Zitronen sehen. Die erste Batterie der Welt wurde in Italien vor mehr als 200 Jahren gemacht. Wenn zwei unterschiedliche Arten von Metall in salziges Wasser gelagert wurden, begann Strom aus einem Stück Metall zu dem anderen durch einen Draht zu fließen. Viele Jahre sind seitdem vergangen, aber Batterien arbeiten immer noch auf so ziemlich die gleiche Weise. Heutzutage kann man Batterien, die für Strom gebraucht werden, überall finden. Winzige Batterien werden für Armbanduhren verwendet, während die großen Batterien Autos und sogar Schiffe antreiben können. Da Millionen von neuen Batterien produziert werden, stellt sich die folgende Frage: Wie werden wir die alten los? Sie können nicht einfach weggeworfen werden, weil sie unsere Erde und Wasser vergiften würden. Der beste Weg, um Batterien zu entsorgen, ist, sie zu einer speziellen Sammelstation zu bringen, die sie an Fabriken für Recycling sendet. Ja, ja! Die Idee, Batterien zu vergraben, ist furchtbar. Dadurch können Pflanzen, die dort wachsen, sterben. Und aus genau diesem Grund legt Professor Eugenius alle gebrauchten Batterien in die Schachtel dort, damit er sie richtig entsorgen kann. Hey, wo sind sie hin? Oh, mein Setzling, was machen wir nur? Was? Wo sind die Batterien? Die sind im Blumentopf. Wieso? Damit die Zitronen schneller... Mit Batterien? Wessen Schnapsidee war das denn? Das ist tödlich. Schnell, wir müssen ihn retten. Diese Erde ist verseucht. Der Setzling braucht schnell ein neues Zuhause. Aber wo? Dort drüben, da ist ein Topf mit guter Erde. Los geht's. Batterien, Batterien. Jede Form und jede Größe kann da möglich sein. Batterien, Batterien können grün und blau und gelb und auch mal rötlich sein. Stark werden mit Zweigen voll wunderschöner Zitronen. Und Orangen.
und Wassermelonen. Das ist ein Zitronenbaumfeuer. Musst du denn jedes Mal übertreiben? Wie mit den Batterien? Naja, trotzdem. Batterien sind cool, oder? Schaut nur, wie viele Geräte durch sie arbeiten. Richtig, Geräte brauchen sie. Seht, der Setzling erwacht wieder zum Leben. Er lebt wirklich. Spule, sag schon, ist es nicht herrlich? Die Werkzeuge. Wartet doch, da sind echt coole Sachen, die ich euch zeigen will. Oh, sieh mal, jetzt hast du alle auf einmal. Dein Papa wird super wütend sein, wenn er sieht, was du mit seinen Werkzeugen gemacht hast. Ich tue sie alle wieder dahin zurück, wo sie waren. Aber wo waren sie? Öffne die Box, dann siehst du's. Es ist schön, jedes Werkzeug hat seinen eigenen Platz darin. Versucht mal, mit euren bloßen Händen einen Nagel einzuschlagen oder ein Loch zu bohren. Aha, das ist unmöglich. Aber mit Hilfe der richtigen Werkzeuge ist das ein Kinderspiel. Aber das gilt natürlich nur, wenn ihr wisst, wie man sie benutzt. Werkzeuge müssen gut gepflegt werden. Wenn der Kopf eines Hammers lose ist oder die Spitze eines Bohrers stumpf, sollte man nicht damit arbeiten. Das ist gefährlich. Und wenn ihr fertig mit der Arbeit seid, räumt die Werkzeuge wieder an ihren Platz. Sonst müsst ihr das ganze Haus auf den Kopf stellen, wenn ihr sie wieder braucht. Ha, die Zange kommt hierher und der Schraubenschlüssel hier. Dieser Aufsatz passt hier nicht rein. Vielleicht passt er hier rein. Ha, was meint ihr, wozu ist dieses Werkzeug da? Man spaltet Holz oder meißelt Stein. Mit dem Meißel ist der Aufwand klein. Ha, wow, Simka, du bist eine echte Dichterin. Dann löst mir mal dieses kleine Rätsel. Willst du eine Sache messen, darfst du dieses Werkzeug nicht vergessen. Dieses Werkzeug, oder? Ich weiß, was das ist. Es ist ein Maßband, richtig? Lass mich dich messen, Nolik. Wow, du bist gewachsen. Du bist schon fast 1 Zentimeter groß. Cool. Ich habe auch ein reimendes Rätsel für euch. Was haut einen Nagel in die Wand, befestigt Bilder an ihrem Rand? Ein Hammer. Ich war Erste. Und der Hammer kommt hierhin. Und jetzt habe ich ein Rätsel für euch. Wollt ihr eine Schraube drehen, wird das nicht ohne dieses Werkzeug gehen. Schraubenzieher! Ich war Erste, schon wieder. Genau richtig. Alles klar, Tom Thomas. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch viele Werkzeuge einzuräumen. Menschen nutzen, genau wie Fixies, hunderte verschiedene Werkzeuge, um ihre Arbeit zu machen. Das Richtige zu wählen, hängt von der Aufgabe ab, die ansteht. Wenn ihr zum Beispiel einen Nagel einschlagen wollt, braucht ihr einen Hammer. Aber einen Hammer braucht man nicht für eine Schraube. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug namens Schraubenzieher. Einen Schraubenschlüssel braucht man, um Muttern festzuziehen. Mit einem Spannstock werden Gegenstände festgehalten. Und mit einem Bohrer bohrt man Löcher. Wenn man ein Stück Holz abschneiden will, sollte man eine Säge nutzen. Man könnte zum Beispiel eine Handsäge nehmen oder eine Eisensäge. Verschiedene Zangen können genutzt werden, um etwas abzuknipsen, zu greifen oder umzuknicken. Muss man etwas glätten, nimmt man dafür eine Feile. Wenn ihr lernt, wie man richtig mit Werkzeugen umgeht, könnt ihr praktisch alles bauen. Puh, wir haben es echt geschafft. Gerade rechtzeitig. Oh, und was ist damit? Weißt du, was das für ein Werkzeug ist? Ich weiß nicht. Da ist kein Platz hier. Schmeiß es einfach weg. Kommt schon. Und was, wenn das mein Vater sieht? Sieht so aus, als haben wir was falsch gemacht. Mein Papa kommt rein. Tom Thomas. Ich bin hier. Na du, liest du was? Braver Junge. Hä? Ah, Ich verstehe nicht, wo es ist. Was? Ich hatte ein Stück Metall unter den Fuß des Tisches gelegt, damit er nicht wackelt. Jetzt ist es weg. Ach, dein gehört das Werkzeug also. Hast du es? Was? Hab ich nicht. Es ist bestimmt irgendwo unterm Tisch. Du suchst unter dem Sofa. Okay. Was meinst du, was er will? Wir sollen dieses Metalldings aus der Box seines Vaters holen. Komm schon, los! Du sagst es.
Kennst du's? Nein. Ich auch nicht. Ich habe es gefunden, Papa. Es war unter dem Tisch, wie ich es gesagt habe. Ha, du hattest recht. Komisch, wie konnte ich es übersehen? Vielleicht bist du müde vom vielen Arbeiten. Vielleicht. Tedisch. Was? Ein neues Wort, Tedisch. Tedisch? Hm, das Wort klingt wirklich gut. Die Biene. Tom Thomas? Hallo. Wieso isst du die Marmelade direkt aus dem Glas? Na, weil sie schmeckt so gut. Oh, eine Biene. Kusch, geh weg von hier. Was hast du denn? Es ist doch nur eine normale Biene. Ich bin mal von so einer normalen Biene gestochen worden. Tom Thomas, hör damit auf. Weg mit dir, du Plage. Fliegen sind eine Plage. Bienen sind sehr hilfreich und nützlich. Wie kann denn eine Biene hilfreich sein? Bienen sind harte Arbeiter. Sie sammeln ständig Nektar von den Blumen. Sie fliegen von Blume zu Blume und befördern Pollen auf ihren Bäuchen. Dank des Bestäubungsvorgangs erzeugen Blumen Früchte und Samen. Auf diese Weise helfen Bienen Pflanzen bei der Fortpflanzung. Die Bienen stellen aus dem gesammelten Nektar den allseits beliebten süßen Honig her. Und Bienenhonig ist nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft. Na und? Ich habe immer noch Angst. Was, wenn sie mich beißt? Bienen beißen übrigens nicht. Sie können stechen. Sprich dein letztes Gebet. Halt! Die Biene hat viel mehr Angst vor dir, du Tyrann! Ja, lass sie in Ruhe, Tyrann! Warum beschimpft ihr mich? Wer hält sie auf? Sie kann wegfliegen, wenn sie will. Wir müssen ihr den Weg nach draußen zeigen. Aber wie? Hier, kleine Biene. Kss, kss, kss. Hier entlang. Warum probierst du nicht? Hey! Was soll ich dann machen? Beweg dich nicht, sonst sticht sie dich. Sie will nicht stechen. Ihr beide mögt Süßigkeiten und Marmelade. Und die Biene eben auch. Warum trägst du Kaubacke nicht zum Fenster hin? Los doch, flieg! Nein, so wird das nichts. Du musst noch mehr Marmelade holen. Hier, kleine Biene. Lecker. Los, flieg doch. Du bist frei. Lass sie erst essen. Hab doch Geduld. Ich hab ja Geduld. Wenn sie isst, kann sie aus der Marmelade Honig machen. Vor langer Zeit konnten die Leute Honig nur sammeln, indem sie die Nester der wilden Bienen verwüsteten. Und das ging so lange, bis jemand auf die Idee kam, diese Insekten zu zähmen. Sie begannen erstmal damit, den Bienen genug Honig zum Überwintern zu überlassen. Man hütete die Bienen in diesen Hohlräumen, bis die Leute es lernten, kleine Häuser für sie zu bauen, die Bienenstöcke genannt werden. Eine kleine Stadt mit solchen Häusern wird Imkerei genannt. Bienen leben und arbeiten zusammen in den Bienenstöcken und machen Honig, während die Imker auf sie aufpassen und den Honig einsammeln. Bienen sind echte Teamspieler. Sie sagen sich gegenseitig, wo die besten Pflanzen wachsen. Wisst ihr, wie sie es machen? Eine der Bienen führt einen Tanz auf, während die anderen zuschauen. Auf diese Weise finden sie heraus, wo sie hinfliegen müssen. Armes Ding. Tom Thomas hat dich müde gemacht. Du brauchst echt keine Angst vor ihr zu haben, siehst du? Sie ist ganz lieb und gütig. Ich habe keine Angst mehr. Ich wollte doch nur meine Marmelade essen. So, jetzt wird's aber Zeit für dich loszuschwirren. Wow, das mag sie wohl nicht.
Ich will's probieren. Nolik, du bist zu klein. Fürs Zähmen musst du erst größer werden. Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Und jetzt flieg los. Hey, Simka, das Fenster ist da. Ich weiß, das sehe ich auch. Wie kriege ich dich dazu, umzudrehen? Cool. Hurra. Sie hört auf mich. Juhu. Verpasst das Fenster nicht. Jetzt! Bis dann, Honigbiene. Tschüss! Tom Thomas, hast du noch was von der Marmelade? Ja. Wofür denn? Gib mal her. Wir holen noch mehr Bienen. Wieso? Was meinst du mit wieso? Ich will auch auf einer Biene fliegen. Der Fahrstuhl. Papus, Marcia, beeilt euch! Warum? Tom Thomas will nämlich in den Zirkus. Na und? Wir wollen mitkommen, dürfen wir? Die Antwort ist nein. Zwei Kinder ohne eine Aufsicht? Wieso denn ohne Aufsicht? Was ist mit Tom Thomas Eltern? Wir passen auf, keine Sorge. Sie werden uns nicht bemerken. Na wenn Tom Thomas Eltern dabei sind... Uah, wir dürfen gehen! Wartet doch, ich habe gar nicht Ja gesagt. Ach. Tja... Simka, Nolik, wo seid ihr? Könnt ihr euch beeilen? Tom Thomas, wir müssen los. Ich bin gleich da. Da sind wir. Klettert in meine Kapuze. Ah, da freut sich jemand auf den Zirkus heute. Oh. Oh. Hä? Was ist denn passiert? Ich glaube, der Fahrstuhl steckt fest. Keine Sorge. Hier ist der Notruf. Wir sind im Lift stecken geblieben. Ja, verstanden. Bitte warten. Wir kümmern uns darum. In einer Stunde. So lange? Das heißt, wir kommen nicht rechtzeitig zum Zirkus. Tom Thomas, wir holen Papus und Marcia. Sie werden ihn reparieren. Menschen brauchen Fahrstühle, um in die oberen Etagen hoher Gebäude zu kommen. Wenn jemand in einen Fahrstuhl tritt und einen Knopf drückt, startet der elektrische Motor des Fahrstuhls. Er zieht am Kabel, das an der Fahrstuhlkabine befestigt ist, und der Fahrstuhl fährt zur gewünschten Etage. Das Kabel hängt über einem Rad und es hat normalerweise ein schweres Gegengewicht am anderen Ende hängen. Dieses Gegengewicht gleicht den Fahrstuhl aus und hilft dem Motor, seine Aufgabe zu erledigen. Ich frage mich, was der Grund ist. Ich glaube, ich sehe da drüben etwas, was feststeckt. Ah, sieht so aus, als hätten wir den Grund. Wir müssen es sofort reparieren, sonst kommen wir nie rechtzeitig zum Zirkus. Wisst ihr, wir machen unseren eigenen Zirkus. Meine Damen und Herren, möge die große Fixie-Show beginnen. Und nun sehen Sie unsere Hochseiltänzerin. Jetzt präsentiere ich den fantastischen Trapezkünstler. Hopp, hoppla. Hey, und hopp. Yep. Hoppla. Die nächste Nummer, die Kraftmenschen. Ho, 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 ho. Oh. Ich bin nicht raus. Oh. Ich weiß, was zu tun ist. Mit der todestrotzenden nächsten Nummer. Schaut alle hoch. Marcia, wohin gehst du denn? Hoch zum elektrischen Motor. Wisst ihr, wie man sich auf die richtige Weise in einem Fahrstuhl verhält? Erstens sollten kleine Kinder nie alleine in einen Fahrstuhl steigen. Sie sollten nur mit ihren Eltern gehen oder anderen Erwachsenen, die sie gut kennen. Der Erwachsene sollte immer zuerst in den Fahrstuhl steigen und dann erst das Kind. Steigt man wieder aus, ist es andersrum. Erst das Kind und dann der Erwachsene.
Geht man mit einem Hund in den Fahrstuhl, muss man aufpassen, dass sein Schwanz oder die Leine nicht stecken bleiben, damit sie nicht in der Tür hängen bleiben. Und noch etwas. Sollte der Fahrstuhl plötzlich stehen bleiben, aus irgendeinem Grund, versucht nicht, selbstständig herauszukommen. Drückt den Knopf, der das Notfallzentrum anruft, und wartet auf die Hilfe der Fahrstuhlreparatur. Oder auf die Fixies. Habe den Motor erreicht. Schalt ihn an! Oh, Sie haben ihn repariert. So schnell. Jetzt schaffen wir es. Es gab keinen Grund zur Sorge. Stopp! Das ist viel zu hoch. Tom Thomas geht zum Zirkus. Ohne uns. Kein Grund, sich aufzuregen, Nolik. Unser Zirkus war genauso gut wie Ihrer. Stimmt's, Papus? Selbstverständlich. Danke. Danke? Wem danken? Was meinst du, wem? Na, der Fahrstuhlreparatur. Das Fixifon. Tom Thomas. Hä? Rate mal, was wir mitgebracht haben. Ratet ihr, was ich hab? Eine Banane. Ein Auto. Nein, Quatsch. Schokolade. Ein paar Socken. Ha, gebt ihr auf? Mein Papa hat sich ein neues Handy gekauft und hat mir sein altes gegeben. Er meinte, ich kann es behalten. Oh, wow. Und was habt ihr da? Hier. Ah, ihr habt auch ein Handy. Das ist noch viel besser. Das ist nämlich ein Fixifon. Papus hat sich ein neues Fixifon gekauft und sein altes hat er Simka gegeben. Und könnt ihr damit telefonieren? Rate mal. Komm, ich zeig es ihm. Hallo, Papus. Hi, Nolik. Warum rufst du an? Ich wollte nur Hallo sagen. Nolik, ruf mich nicht grundlos an, wenn ich arbeite. Alles klar. Siehst du? Na und? Ich kann mit meinem Handy auch anrufen. Menschen anrufen, meinst du? Aber Fixies erreichst du nicht. Ein Fixifon ist ein Smartphone für Fixies. Fixies können sich nicht nur gegenseitig damit anrufen, sie kommen damit auch in ihr eigenes spezielles Fixie-Internet. In einem Fixifon hat man eine Kamera, Taschenlampe, Nachrichten, Spiele, Filme und Fixie-Lieder. Die Lieblingslieder der Fixies. Fixie-Kinder lieben sie. Und die Eltern ebenso. Denn Fixifone informieren die Eltern darüber, wo die Kinder sind und ob sie vielleicht gerade in Schwierigkeiten stecken. Über die Jahre haben Menschen ihre Telefone weiterentwickelt. Nach Handys kamen die Smartphones. Sie nutzen sie, um sich gegenseitig anzurufen und sie gehen damit ins Internet. Ein Smartphone kann fast so viel wie ein Computer. Aber trotzdem sind sie noch weit davon entfernt, so gut wie Fixifone zu sein. Ja, das ist wirklich cool, Leute. Aber dieses Smartphone kann das auch. Aber kann dein Smartphone das? Schau mal hierher. Meinst du hier? Das ist doch nur eine Maus. Und nun? Schau hier. Wow. Aber er ist nicht... Er ist gar nicht da. Schau, er ist da. Und das ist noch nicht alles. Sieh. Mit Hilfe einer Maus kann man den Computer steuern. Und wenn wir sie bewegen... Verstehst du? Niemand außer dir kann den Fixie sehen. Und er kann dir helfen. Super. Es wäre cool, wenn ich mein eigenes Fixifon hätte. Wovon redest du? Du bist doch kein Fixie. Ach, wie schade. Ich gehe jetzt in die Schule, Leute. Oh, er ist wirklich traurig. Er hat sogar sein Handy vergessen. Ich habe eine Idee. Klingelton, Vibration, fast wie ein Computer. Man kann sogar Spiele spielen, das Telefon ist super. Klingeling den ganzen Tag, klingeling den ganzen Tag, klingeling den ganzen Tag, das Telefon ist super. Brauche keinen Bruder mehr, kann alleine spielen. Es kann mir die Zeit ansagen und fotografieren. Klingeling den ganzen Tag, klingeling den ganzen Tag, klingeling den ganzen Tag und fotografieren. Hast du Post, schick nen Text, doch in jedem Falle steck das Ladekabel rein. Geschafft! Tisch! Oh,
Wow, das ist ja... Überraschung! Wow, das ist toll! Jetzt habe ich mein eigenes Fixifon. Genau wie euers. Naja, fast das gleiche. Tom Thomas! Tom Thomas, ich muss mich selbst mit deinem Handy anrufen. Ich suche mein Handy. Oh, wow! Du hast ja alles hier geändert. Wo bin ich? Ich nehme an, ich bin Papus. Ha, du hast mir aber einen lustigen Namen ausgesucht. Nolik, hör auf. Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn. Was? Wer ist da? Das ist nicht Nolik. Wer ist da? Weißt du, wer das gerade war? Weiß irgendjemand hier, wem dieses Handy gehört? Ah, da ist es ja. Ich komme. Das mit den Nummern klären wir später. Ach, wir bekommen richtig Ärger von Papus. Gib mir dein Handy, Tom Thomas, und ich lösche alle Nummern der Fixies darauf. Aber wie soll ich euch anrufen? Wozu uns anrufen? Wir sind doch immer in der Nähe. Der Babymonitor. Oh, mein alter Babymonitor. An. Test, Test, Test. 1, 2, 3, Test. Es funktioniert. Hm, warum geben wir ihn nicht einfach Familie Müller? Die haben doch gerade ein Baby bekommen. Ah, der gehört mir. Und ich will ihn auch benutzen. Bist du nicht schon zu groß dafür? Nein, ich bin gar nicht groß. Ach so? Ich wusste nicht, dass du noch ein kleiner Junge bist. Und ein Habgieriger noch dazu. Das merken die im Leben nicht. Hey, Fixies, seid ihr da? Da sind wir! Warum hast du uns gerufen? Ich werde euch zeigen, wie man Gedanken lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir das abnehmen kann. Okay, soll ich's beweisen? Ich werde rausgehen und ihr versteckt diesen Knopf, wo immer ihr wollt. Dann werde ich reinkommen und ihn finden. Abgemacht! Wo wäre ein gutes Versteck? Also, wir müssen uns eins überlegen. Genau hier, unter der Tastatur. Spitze! Aha. Sehr gut, Nolik. Komm jetzt rein! Wir sind schon bereit. Und jetzt werde ich eure Gedanken lesen. Passt mal auf. Der Knopf ist hier. Tada! Er kann wirklich Gedanken lesen. Ah, das war doch bloß Glück. Lass es uns doch mal probieren. Alles klar, kein Problem. Wir müssen einfach raffinierter sein. Verda, sie ist das schönste Mädchen unserer Klasse. Sie weiß es auch und scheut sich nicht, das auszunutzen. Sie kann sogar ein bisschen hinterhältig sein. Wenn sie zum Beispiel Hilfe bei den Hausaufgaben braucht, dann wird Zipper plötzlich ihr bester Freund. Und wenn sie zu faul ist, ihren Packomat zu tragen, sagt sie, Feuer, bitte hilf mir, du bist so ein starker Fixie. Und wir Jungs, wir mögen sie trotzdem. Zipper und Nolik und ich wohl auch. Obwohl ich Simka lieber mag. Oder Verda. Oder doch beide. Ich habe mich noch nicht entschieden. Verda kann zickig und manchmal herrisch sein. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Verda ist eine gute Freundin, die einem immer hilft. Naja, aber nur, wenn sie schafft, sich vom Spiegel loszureißen. Ich finde, dass wir ihn in diesen Bleistiftbecher verstecken sollten. Und dann denken wir an etwas anderes. Das ist gut. Wird aber nicht klappen, Fixies. Komm jetzt rein! Aha. Aha. Hier ist er. Tadish. Simka, hast du etwa an den Becher gedacht? Nein, ich schwör's. Und mein Hirn war leer. Wer war's dann, hä? Aha. Tom Thomas, vielleicht machen wir's nochmal. So oft ihr wollt. Ich weiß, wie er es die ganze Zeit gemacht hat. Mit einem Babymonitor. Durch ihn hört er alles, was wir reden. Ich versteh's nicht. Ein Babymonitor hilft Eltern, über ihre Babys zu wachen. Das System besteht aus zwei Geräten, die wie Handys aussehen. Eines der Geräte behalten die Eltern bei sich. Und das andere wird in das Zimmer getan, in dem das Baby schläft.
Wenn das Baby aufwacht und zu weinen beginnt, dann erkennt das Gerät im Babyzimmer die Klänge und sendet sie per Radiowellen an das Gerät der Eltern. Mama oder Papa werden es hören und können so zum Baby gehen und es beruhigen. Dann belauscht er uns in diesem Moment also gerade. Dieses Mal weiß ich, was wir machen müssen. Wir verstecken ihn unter dem Globus. Such mal. Aha. Aha. Hä? Wo ist er? Könntest du Gedanken lesen? Würdest du ihn ganz einfach unterm Babymonitor finden? Das war ein Trick. Das ist aber nicht nett. Und uns zu belauschen, ist das etwa fair? Tut mir leid, ich dachte, das wäre witzig. Naja, trotzdem, Tom Thomas, du bist zu alt für dieses Ding. Es sei denn, du brauchst es vielleicht noch. Ich bin kein Baby. Ich wollte ihn, wisst ihr, nur ausprobieren. Ich werde ihn meiner Mutter geben. Mama, ich will nicht habgierig sein. Was meinst du? Lass uns den Monitor den Müllers geben. Und dieses Auto ist für ihr kleines Baby. Ich glaube, dass es noch viel zu klein ist für dein Auto. Macht nichts. Bald wird er größer werden und ein echter Junge sein, stimmt's? Wie ich. Das Schattenspiel. Oh, hallo, Tom Thomas. Was machst du hier? Ach, ich suche die Büroklammer. Gib mir etwas Licht. Was ist so lustig, hm? Wir versuchen, dir zu helfen. Ihr habt lustige Schatten, deswegen. Hey, seht euch das an. Es ist ein Adler. Simba ist eine Gans. Sie sieht eher aus wie ein Elch. Stimmt, wirklich, hm? Na gut, pass auf. Ihr seid ja wie Schauspieler aus einem Stück. Aha. Schauspieler sind im Theater, weißt du? Und wir unterm Bett. Na und? Und was, wenn wir unser eigenes Theater machen? Ein Theater aus Schatten. Cool. Tom Thomas, wir brauchen ein Stück Papier. Ein großes. Ihr könnt ganz einfach euer eigenes Schattentheater machen. Als Leinwand kann man ein Stück weißes Papier oder Bettlaken nehmen. Dann macht ihr das Licht aus und strahlt eine Schreibtischlampe auf den Bildschirm. Um die Schatten zu machen, stellt euch selbst oder eine Schablone zwischen die Lampe und die Leinwand. Euer Schatten oder der Schatten eurer Schablonen erwacht zum Leben. Aber passt auf, dass das Publikum auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. Auf dieser Seite wird das Stück viel faszinierender sein. Tom Thomas, Licht! Oh wow, Simka! Du siehst ja voll aus wie Rotkäppchen. Hallo, liebes Enkelkind. Hallo, liebe Großmutter. Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, mein Liebes. Nolik, komm schon, wir proben. Die Stimme des Wolfs ist lustig. Großmutter, ich habe nie bemerkt, was du für große Zähne hast. Damit ich dich besser fressen kann, mein Liebes. Yum. Yum, yum, yum. Lass sie raus, Wolf. Oder ich hole sie. Ja, selber raus. Du? Mich aufhalten mit dem kleinen Stock? Hey, das kommt nicht im Märchen vor. Aber im Märchen ist das ein normaler Jäger. Und was denkst du, bin ich? Sieh doch selber. Du bist viel zu klein für einen Jäger. Gut. Dann probt eben ohne mich weiter. Nun, dann muss ich wohl den Jäger aus Papier machen. Genug, wir machen eine Pause. Ich bin echt durstig. Sie war so salzig, diese Oma. Nolik, sei nicht traurig. Der Wolf ist riesig und ich bin so winzig. Dann machen wir dich größer. Siehst du? Jetzt bist du größer. Ja, du hast recht. Und wenn wir ganz nach hinten gehen, bin ich sogar noch größer. Jetzt weißt du's. Je näher du an die Lampe gehst, desto größer wird dein Schatten auf der Leinwand. Klasse! Es gibt so viele verschiedene Theaterformen auf der Welt. Im dramatischen Theater spricht der Schauspieler den Text des Bühnenautors. In der Oper sprechen die Schauspieler ihren Text nicht. Sie singen ihn, begleitet von einem Orchester. Und hier im Ballett singen oder sprechen die Darsteller gar nicht. Hier wird die Geschichte nur durch Tanz erzählt. Es gibt auch Theater, in denen die Darsteller Tiere sind.
In einem Tiertheater kann man Vorstellungen mit Katzen oder Hunden sehen. Oder Ziegen und Tauben. Und sogar mit Bären und Robben. Es gibt auch Theater, wo die Geschichten von Puppen erzählt werden. Um ehrlich zu sein, werden die Puppen von Menschen gespielt. Ja, es gibt so viele verschiedene Theaterformen. Mein Lieblingstheater ist das Schattenspiel. Ich denke, es ist das schönste und mysteriöseste Theater von allen. Hallo, liebe Großmutter. Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, mein Liebes. Und Großmutter, was hast du nur für große, dicke, scharfe Zähne? Damit ich dich besser auffressen kann, mein Liebes. Ja. Oh, na warte. Aha, Wolf, ich hab dich. Der Jäger ist so stark. Du bist der Jäger? Wo ist dann dein Gewehr? Wozu brauche ich ein Gewehr? Du bist so winzig, da reicht eine Fliegenklatsche aus. Aber ich erledige es lieber so. Wie denn? Mit bloßen Händen. Ein klasse Move. Richtig. Wen mochtet ihr am liebsten? Ich mochte die Großmutter. Natürlich war Rotkäppchen die Beste. Für mich der Jäger. Er war so mächtig und so furchtlos. Und für mich die Spezialeffekte. Die Antenne. Wow, schaut euch das an, wie cool. Ah, hallo, meine Seelenverwandten. Wollt ihr sehen, woran ich gerade arbeite? Professor Eugenius, sagen Sie uns, was Sie mit diesem riesigen Ding vorhaben. Ich hoffe, mit diesem fantastischen Gerät Außerirdische zu kontaktieren. Seit dem Altertum haben sich Menschen gefragt, gibt es Leben auf anderen Planeten? Wie würden Außerirdische wohl aussehen? In was für Raumschiffen reisen sie umher? Einige Menschen behaupten, außerirdische Raumschiffe gesehen zu haben und dass diese wie fliegende Untertassen aussahen. Es gibt sogar Menschen, die sagen, dass sie Kontakt mit Außerirdischen hatten. Aber ich persönlich denke eher, dass es ihre Fantasie war. Die Wissenschaft konnte diese Fakten bisher auch nicht widerlegen. Die witzigste Geschichte, die ich bisher über Außerirdische gehört habe, stammt von einem, der meint, sie mit seinen eigenen Augen gesehen zu haben. Unglaublich, oder? Er sagte, sie seien kleine menschenähnliche Kreaturen mit leuchtenden Haaren. Mir scheint, dass er einige Fixies gesehen hatte, die sich nicht rechtzeitig vor ihm verstecken konnten. Es ist fertig. Über den Wolken. Was jetzt? Werden die Außerirdischen diese große Schüssel sehen? Hungrig werden und zur Erde kommen? Die brauchen keine Schüsseln, Quatschkopf. Wir haben Teller, die fliegen. Fliegende Untertassen. Ihr seid beide Quatschköpfe. Das ist doch überhaupt keine Schüssel. Das ist eine Antenne. Antenne? Mit Hilfe von Antennen empfangen Leute Radiosignale. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Größen. So, so oder so. Um schwache Radiosignale zu empfangen, werden kraftvolle Antennen eingesetzt, die die Form von großen Schüsseln haben. Radiowellen, die auf die Schüssel treffen, werden dann wie bei einem Spiegel reflektiert und an einem Punkt gebündelt. Das macht die Signale stärker und klarer. Die kräftigsten Schüsseln können sogar Signale aus den Tiefen des Weltalls empfangen. Nolik, halt! Du wirst dich verbrennen. Behandle mich nicht wie ein Baby, okay? Interessant. Ich frag mich, was da wohl drin ist. Weißt du's? Ha? Lass uns doch einfach nachsehen, oder? Ich wollte ihm damit doch nur helfen. Nicht nötig, Nolik. Der Lötkolben ist viel zu heiß und ich bin praktisch fertig. Können wir jetzt endlich die Außerirdischen suchen? Einen Moment, Nolik. So. Und nun... Simka, mal sehen, ob wir Signale aus dem All empfangen können. Was denkst du wohl? Ist es jetzt Nacht bei den Außerirdischen? Was, wenn sie schlafen? Hör auf, den Professor mit deinem Quatsch zu stören. Lasst uns sofort raus! Hört ihr uns nicht? Lasst uns raus! Ah!
Ich befürchte, dass sie uns aus dieser Entfernung wahrscheinlich nicht hören. Ich höre keine Signale. Ich höre nur Rauschen. Nur Geduld, Freunde. Hört nur weiter zu. Ziffer, du bist doch so intelligent. Kannst du uns hier nicht rausbringen? Ich glaube, ich hab's, Spule. Bleib du hier. Ja. Oh ja. Ich werde jetzt ein besonderes Signal senden, damit sie wissen, wo wir sind. Wartet doch mal. Hört ihr das auch? Könnte das ein Signal von Außerirdischen sein? Hurra! Das ist sensationell. Das heißt, dass es irgendwo im Kosmos intelligentes Leben gibt. 3 Punkte, 3 Striche, 3 Punkte. Oh, ein Morsecode. Es ist ein Hilfesignal, das sie senden. Sind die Außerirdischen in Schwierigkeiten? Ja, sieht so aus. Und woher glauben Sie, kennen die den Morsecode? Ja, seltsam. Es gibt nicht mal viele Fixies, die den Code kennen. Ziffer schon. Und wo bitte steckt der? Und wo ist Spule? Tja, nun, ich glaube, ich weiß ganz genau, was für Außerirdische das sind. Ich glaube, ich weiß es auch, Professor. Holen Sie die Antenne ein. Seid gegrüßt, oh außerirdische Ankömmlinge. Hi alle, schön wieder da zu sein. Wie schade. Ich hatte wirklich gehofft, intelligente Wesen im All zu finden. Ist schon okay. 2 Unintelligente sind auch was wert. Die Gebrauchsanleitung. Funktioniert nicht. Versuch es vielleicht andersherum. Siehst du die Gebrauchsanleitung? Warum sollte ich? Anleitungen sind für Deppen. Ja, Anleitungen sind für Deppen. Na gut. Ah, was ist los? Ah, eine Batterie! Gebrauchsanleitungen zeigen uns, wie wir etwas richtig machen. Anweisungen für Möbel zeigen uns, wie man die Teile zusammenbaut. Mit der Anleitung eines Fernsehers können wir Bild und Ton so einstellen, wie wir wollen. Die Anleitung auf der Haferflockenpackung erklärt uns die Zubereitung. Die Packungsbeilage von Medikamenten sagt uns, wofür das Medikament da ist und wie man es richtig anwendet. Also lest immer die Anleitung, wenn ihr Dinge richtig machen und Probleme vermeiden wollt. Ich hab sie. Da ist sie. Hier, Tom Thomas. Wow. Wir haben dir einen neuen Stuhl besorgt. Aber er muss zusammengebaut werden und ich fürchte, das wird etwas schwierig für dich. Wird es nicht. Keine Sorge, Papa. Ich schaff das. Schaffst du es bis zum Mittag? Dann gibt's heute Abend Eiscreme. Eis am Stiel. Oder 2. Bau erst den Stuhl zusammen. Tom Thomas, kann ich dir helfen, den Stuhl zusammenzubauen? Na klar. Hey, erst müsst ihr die Anleitung lesen. Ach, Simka, sei doch nicht so eine Langweilerin. Als ob ich noch nie einen Stuhl gesehen hätte. Oder als ob ich noch nie einen gesehen habe. Na, Tom Thomas, bist du fertig? Das Essen wartet. Na los! Oh, Papa, nein. Ich brauche noch 2 Minuten. Simka, hilf mir. Wie? Was steht genau in der Gebrauchsanleitung? Ha, ich dachte, du würdest das ohne dich schaffen. Ha, okay, ich helf dir. Mal sehen. Nimm das Teil dort und dieses da drüben. Nolik, hol eine Schraube. Nein, die längere. Die ist da drüben. Die ersten Stühle und Bänke gab es schon im alten Ägypten. Der Thron des Pharao war besonders, denn er hatte eine Lehne. Man nimmt an, dass der Thron des Pharao eigentlich der erste Stuhl war. Lange Zeit war ein Stuhl ein Luxusgegenstand. Reiche Edelmänner brachten ihre eigenen Stühle mit zu Festen. Je wichtiger der Mann, desto höher war seine Stuhllehne. Erst im 19. Jahrhundert wurden Stühle Teil eines normalen Haushaltes. Heute gibt es so viele verschiedene Stuhlarten.
Holzstühle, Plastikstühle, Metallstühle, Barhocker, Rollstühle, Klappstühle, Babystühle, alle möglichen Arten von Stühlen. Nun, wie soll man auch am Tisch sitzen ohne Stühle? Ich glaube, wir schaffen es. Schraub es fest, schnell! Nolik, wir brauchen noch eine Schraube. Aber es gibt keine mehr. Doch, du musst sie finden. Ich habe schon überall gesucht. Tom Thomas, die Zeit ist um. Nolik, hilf mir doch. Wie? Nur eine Minute, das reicht. Werde zur Schraube. Wenn es nur eine Minute ist, mache ich es für dich. Ich bin fertig. Das warst du? Gut gemacht, Sohn. Mama, ich habe die Wette gewonnen. Kannst du das glauben? Er hat den Stuhl zusammengebaut. Super gut. Na los, setz dich. Jetzt sehe ich es. Da fehlt eine Schraube. Aber ich hatte sie reingeschraubt. Sie muss sich, muss wohl... Was? Muss wohl was? Sieh, da ist sie. Jetzt steckt die Schraube wirklich fest. Und das versprochene Eis hast du jetzt verloren. Nun denn, Herr Stuhlbauer, kommst du essen? Ja, in einer Sekunde. Wo ist dieser Nolik? Der ist weggerannt. So ein Verräter. Ist er nicht. Er hatte dir versprochen, für eine Minute zur Schraube zu werden und die Minute war vorbei. Und wo ist er jetzt? Da drüben. Er liest sich die Anleitung für die Uhr durch. Hey, Tom Thomas, anscheinend haben wir die falsche Batterie genommen. Wir hätten so eine nehmen sollen. Siehst du, Tom Thomas, wenn du kein Depp sein willst, lies die Anleitung gut durch. Das Labor. Großmix braucht Hilfe! Komm mit zur Schule! Sofort! Was hat er gesagt? Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb? Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Sim keine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nolik Ärger gemacht hat. Ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La 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 la. Und das sind 5 und 6. Toller Haarschnitt. 7, 8. Hallo. Hallo, Werder. Wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher, aber geht doch mal in den Chemiebereich und schaut dort nach. Im Chemiebereich? Sag mal, hat unser Nolik heute was angestellt? Nolik? Der macht doch immer nur Quatsch. Aha. Wir sind also nicht wegen Nolik hier. Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert. Ja, was denn? Es kann alles Mögliche sein. Dies ist nicht nur eine Fixie-Schule. Es ist ein richtiges Labor. In dem Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet, ist immer Hochbetrieb. In der Abteilung für Mechanik testet und kreiert Professor Eugenius verschiedene Apparate und Mechanismen, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. In der Chemieabteilung führt er Experimente mit Nahrung und deren Qualitätszuständen durch. In der Elektroabteilung repariert er elektronische Geräte und prüft ihre Sicherheit. Der Professor kann öfters sehr zerstreut sein. Und deswegen kann es bei ihm mal blubbern, knistern und sogar explodieren. Marcia, Liebes, mach dir im Moment keine Sorgen. Wie soll ich mir keine machen? Ziffer, hast du vielleicht Nolik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor. Hier kann alles Mögliche passieren. Oh Gott, was meinst du damit? Sowas halt. Ihr seht's ja, so läuft das hier. Und wo? Komm mit, schnell! Marcia, mach keine Panik. Spule, oh, gut, dass ihr da seid. Ihr müsst uns bitte helfen. Was ist denn passiert? Großfix! Was? Wo? In der Mechanikabteilung dort! Und Simka und Nolik? Auch, die sind auch da! Ah, meine Kinder! Bleib bloß ruhig! Marcia ist meine Frau und die Mutter unserer Kinder, Simka und Nolik.
Marcia ist eine Schönheit, eine gütige Seele und eine wunderbare Hausfrau noch dazu. Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst und ein äußerst begabter Fixie. Von Küchengeräten und Apparaten hat sie viel mehr Ahnung als ich. Marcia arbeitet von morgens bis abends. Sie repariert Dinge, kümmert sich um die Wäsche und macht sauber, denn sie hat Ordnung und Sauberkeit sehr gerne. Das Wichtigste für Marcia sind allerdings ihre lieben Kinder. Sie kümmert sich liebevoll um sie und versucht, sie vor Unheil zu beschützen. Manchmal steigert sie sich in absurde Sorgen und Vorstellungen hinein, aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte. Obwohl unser Nolik manchmal in solche Schwierigkeiten gerät, dass nicht einmal Marcia davon träumen könnte. Wir werden dich retten! Du lebst! Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden. Dann ist Simka diejenige, nicht du. Ich muss auch nicht gerettet werden. Mir geht's gut. Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben. Also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls. Nolik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig. Im Gegenteil, er hilft mir bei der Reparatur. Papus, wir brauchen deine Hilfe, sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen. Dieses? Tidisch! Oh, eine perfekte Reparatur. War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja, ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt. Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich hab euch doch nicht erschreckt. Das wart ihr ganz von alleine. Knoten. Nolik, Piraten auf der Steuerbordseite. Kanone, Feuer! Hey, warum auf mich? Ich bin kein Pirat. Es reicht. Ich will nicht mehr den Wind spielen. Wo sind meine Piraten? Sieht toll aus. Kann ich an Bord kommen? Und was hast du so drauf? Alles. Das Schiff verteidigen und Hurra rufen beim Sieg. Und was ist mit Seemannsknoten? Kannst du sie knoten? Ha, natürlich kann ich das. Dann binde unseren Schatz fest und knote ganz fest. Piraten, verankert das Schiff. Sekunde. Aber überlebt ihr einen Sturm? Ohne Zweifel! Unser Schatz! Er ist im Meer versunken! Das war die Kette meiner Mama. Ich heb's auf, keine Sorge. Nein, danke, das schaffen wir alleine. Und sowas nennt sich tatsächlich Seemann. Lern erst mal Knoten machen. Seile zusammenknoten. Meint ihr, das wäre leicht? Ein schlecht geknoteter Knoten wird sofort wieder aufgehen. So macht man es richtig. Zuerst überkreuzt man die beiden Enden. Und zwar so. Um ihn fertig zu binden, überkreuzt man sie erneut. Aber nicht so rum, sondern in die andere Richtung. Am Ende sieht das aus wie eine Schlinge in einer anderen. Dieser Knoten nennt sich Doppelknoten. Und er wird nicht aufgehen, wenn ihr ihn richtig knotet. Und das ist nur einer von vielen Knoten, die ein Seemann lernen muss. Okay. Ich wusste, ich kann knoten. Was kann ich hier sonst noch verknoten? Hier sind noch mehr Teile des Schatzes. Hier ist noch eins. Das sind 19, aber es müssten 20 sein. Das weiß ich, weil ich die Perlen gezählt habe. Wo kann die letzte Perle sein? Wunderbar. Also was kann ich noch verknoten? Perfekt. Ich weiß sogar noch, wie sie aussieht. Sie hat eine andere Farbe. Sie ist hellrot. Oh,
Mama wird sofort merken, dass die rote weg ist. Ich muss sie finden. Ja, ich glaube, sie ist auf dem Boden. Wer hat meine Senkel verknotet? Ich wollte nur üben. Entschuldigung. Was hast du denn noch verknotet, um zu üben? Willst du das echt wissen? Du bist witzig. Lass sie uns entknoten. Schnurrhaare an, Nolik. Was hast du mit dem Schnurrhaar gemacht? Es verknotet mit einem Kreuzknoten. Feuer, du bist ein Hohlkopf. Sag uns besser, was du noch gemacht hast. Nun okay, ich habe ihren Schwanz verziert. Da ist die Perle ja. Wir haben sie überall gesucht. Feuer, los, bring das wieder in Ordnung. Kaubacke, renn doch nicht weg. Keine Angst, wir wollen nur den Knoten aufmachen. Seeleute haben alle möglichen Knoten entwickelt. Ohne sie könnten sie die Segel nicht kontrollieren. Aber auch an Land würden wir ohne Knoten nicht auskommen. Bergsteiger nutzen gut geknotete Seile, um sich abzusichern. Fischer knoten Haken an ihre Angelschnur und nutzen besondere Knoten. Ohne Knoten kann man nicht einmal ein Zelt aufschlagen. Wenn Menschen nähen, machen sie einen Knoten in den Faden, damit alles sitzt. Und Ärzte machen Knoten, wenn sie eine Wunde nähen und verbinden. Und für eine Krawatte braucht man einen besonderen Knoten. Turnschuhe halten am Fuß und die Schnürsenkel schleifen nicht auf dem Boden, wenn sie mit einem guten Knoten zugebunden sind. Aber manchmal verknotet sich etwas aus Versehen. In diesem Fall muss man nicht wissen, wie man etwas knotet, sondern wie man es entknotet. Alle an Bord! So ist's gut. Jetzt müsste nur noch jemand einen Knoten machen. Darf ich bitte? Bist du sicher, dass es hält? Machst du Witze? Warum fragst du nicht Kaubacke, ob ich mir einen Seemann knoten kann? Der Airbag. Wir verspäten uns. Das schaffen wir. Oh, wow. So schnell! Mach mal Platz für die Rennmaschine! Sieh mal an, Feuer! Musst du wieder rasen? Super Piloten wie ich haben immer Glück. Weißt du, Feuer, auf Glück zu bauen ist sehr dumm. Es wäre viel besser, wenn du mehr Acht geben würdest. Eigentlich möchte uns Professor Eugenius heute etwas Besonderes zeigen. Er wird einen Airbag testen. Was ist das? Ziffer, erkläre es. Jeder, der im Auto mitfährt, muss einen Sitzgurt anschnallen, denn falls der Wagen schnell stoppen muss, wird ihn der Gurt im Sitz halten. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen nicht mal ein Gurt genügend Sicherheit bietet. Wie wenn ein schnellfahrendes Auto mit etwas zusammenstößt. In diesem Falle können der Fahrer und die Passagiere durch einen Airbag geschützt werden. Man kann die Airbags, wenn sie zusammengefaltet sind, nicht sehen, denn sie sind verborgen. Im Falle eines Aufpralls bläht sich der Airbag sofort auf und die Person prallt auf den Airbag, anstatt durch die Windschutzscheibe geschleudert zu werden. Und auf geht's! Wie üblich? Wenn etwas Gefährliches getestet werden muss, probiert es Professor Eugenius erst selbst aus. Aber Großfix, was ist, wenn sich der Airbag mit Luft aufbläht? Mach dir mal keine Sorgen. Auf drei und zwei und eins. Der Airbag hat sich sofort aufgebläht. Habt ihr es gemerkt? Ja, aber wie macht er das? In ihm ist eine chemische Substanz, die im Moment des Aufpralls schnell verbrennt und sich anschließend sofort in ein Gas verwandelt. Der Airbag wird mit Gas gefüllt. Habe ich das gut erklärt, Professor? Ich kann den Freigabehimmel nicht betätigen. Wir müssen ihn rausziehen. Halt!
Wir rufen besser um Hilfe. Professor, brauchen Sie Hilfe? Danke, Elisa. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Sie können wieder gehen. Professor, wie konnten Sie den Knopf von dort aus nur betätigen? Das habe ich im Fliegen geschafft. Sie sind so unglaublich. Um kleine Kinder während der Fahrt im Auto zu schützen, müssen sie in einen speziellen Kindersitz geschnallt werden. Beim Fahrradfahren müssen Kinder besonders aufpassen. Auch beim Skateboarden, Rollerskating oder mit dem Roller. Erstens, bleibt fern von Straßen, auf denen Autos fahren. Zweitens, tragt immer eure Schutzausrüstung für eure Arme und Beine, Armgelenkschützer, Handschuhe und Knieschützer. Und für euren Kopf tragt einen Helm. So werdet ihr, falls ihr hinfallen solltet, euch nicht verletzen. Und drittens, sorgt dafür, dass Leute euch sehen können. Falls ihr am Abend draußen seid, müssen eure Kleider und Räder Sicherheitsreflektoren haben. Sie sorgen dafür, dass Fahrer euch sehen können, indem sie von den Scheinwerfern der Autos grell reflektiert werden. Denkt dran, seid vorsichtig auf der Straße. Also gut, nun drückt die Daumen, dass es klappt. Sollten wir nicht Elisa rufen? Für alle Fälle? Lasst uns abwarten. Auf geht's und los! Großfix, wir müssen ihn retten. Nicht nötig. Ich hab was geändert. Jetzt bläht sich der Airbag nicht nur automatisch auf, sondern er entleert sich auch von selbst. Herrlich! Wie ihr Fixies sagt... Tisch! Das wär's für heute, Kinder. Hurra! Los, kommt! Wo ist mein Fixie-Board? Ich hab dein Fixie-Board-Feuer. Bitte sehr. Ich habe einen Airbag mit eingebaut. Wirklich? Wieso? Ich bin doch ein Superpilot. Sehen Sie? Deswegen habe ich's getan. Superpiloten brauchen keine Airbags. Wir fallen nie. Niemals. Oh, wow. Dieser Airbag ist echt cool. Das ist wirklich ein sehr originelles Design. Den habe ich selbst erfunden. Und Feuer war der Tester. Professor, bekommt jetzt jeder von uns einen Airbag? Jeder Einzelne bekommt einen. Sehr bald. Und trotzdem gilt... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Schach. Wie wär's damit? dann setz ich den Bauern. Und ich setze meinen Bauern. Großfix, unsere Spule ist verschwunden. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Professor, haben Sie sie gesehen? Die Spule? Keine Ahnung. Wir spielen Schach, seht ihr das nicht? Mögt ihr Brettspiele? Zum Beispiel Domino. Jeder hat das schon mal gespielt. Aber wisst ihr, woher es kommt? Domino wurde von den alten Chinesen erfunden. Sie machten Würfel platt und dekorierten sie mit Bildern. Und dieses Spiel sieht auf den ersten Blick aus wie Dame. Aber es ist viel cleverer. Es heißt Backgammon. Es kommt ursprünglich aus Persien und wanderte von da durch die ganze Welt. Aber das herausforderndste Spiel von allen ist das Schachspiel. Es wurde ursprünglich in Indien erfunden, aber heute ist Schach überall beliebt. Es wird von Erwachsenen gespielt, von Kindern und sogar von Computern. Es ist eine richtige Sportart. Aber das Wichtigste beim Schachspielen ist nicht die Kraft in den Armen, sondern die Kraft des Kopfes. Da ist sie ja. Hey, was macht ihr da? Ah, da ist unsere Spule. Bitte gebt sie uns zurück. Wir brauchen sie wirklich dringend. Aber wir brauchen sie. Wartet doch. Wir nutzen sie als Ersatz für unseren Bauern. Oh, ich habe eine Idee. Nolik kann doch für den Bauern einspringen. Yeah. Das schaffe ich. Na gut, nehmt sie euch. Und du stellst dich hierher. Eins, zwei, drei und los. Cool. Und was soll ich tun? Du spielst weiß. Und ich schnappe mir jetzt euren Springer. Und wir hauen jetzt deinen weg. Hey, 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 junger Mann, mach mal langsam. Der stand hier.
auf deinen Platz. Wozu? Bauern können sich nicht so bewegen. Wie bewegen sie sich? Tja, immer nur ein Feld und nur geradeaus. Der Bauer ist eigentlich die schwächste Spielfigur. Ich bin erledigt. Und wer ist die stärkste, hä? Die Königin. Sie ist der größte Feind des anderen Königs. Ach, ich wäre so gerne eine Königin. Ich hätte es dem schwarzen König gezeigt. Oh ja. Beim Schach hat jeder Spieler eine Armee. 8 Bauern, 2 Springer, 2 Läufer, 2 Türme und eine Königin. Sie arbeiten alle zusammen für ihren König. Sie versuchen ihn zu schützen, wenn die Feinde ihn angreifen. Wenn der König angegriffen wird und er im nächsten Zug geschlagen werden kann, sagt der Anführer Schach. Und wenn der König anschließend nirgendwohin ausweichen kann, sagt man Schachmatt. Derjenige, der als erstes Schachmatt sagen kann, hat gewonnen. Ich setze meine Königin. Ja. Und ich setze meine Königin. Na, dann erobern wir ihre Königin. Aha. Wirklich? Dann schmeiß ich eure raus. Toastfix, darf ich jetzt? Noch nicht. Ha, geben Sie auf, Kollege. Ha, das ist ein Witz, oder? Nolik, vorwärts. Uah. Dann weiche ich aus. Vorwärts. Aha, jetzt schnappe ich mir den Springer. Daraus wird nichts. Okay, Bauer, noch einmal vorwärts. Großfix, wo soll ich jetzt hingehen? Ich stehe am Rand. Nirgendwo hin. Jetzt bist du die Königin. Was? So lautet die Regel. Wenn ein Bauer bis ans Ende des Spielfeldes kommt, kann er zu jeder Figur werden, die zuvor rausgeflogen war. Hurra! Ich bin die Königin. Jetzt bin ich die stärkste Figur im Spiel. Hey, Königin, komm zurück her. Das Spiel ist aber noch nicht aus. Wir fangen den Bauer mit der Königin. Königin, stell du dich jetzt dorthin. Schach. Schach. Hm? Ja? Und jetzt hierhin. Schachmatt, Kollege. Ja, klar. Es ist matt. Ja, ich habe verloren. Hurra! Tidisch, tidisch, tidisch. Professor. Bitte, hier ist Ihr fehlender Bauer. Sie können Nolik jetzt gehen lassen. Ich gehe jetzt bestimmt nirgendwo mehr hin. Schach ist mein neues Lieblingsspiel. Ich habe gerade Professor Eugenius Schachmatt gesetzt. Wirklich? Naja, Großfix hat mir etwas geholfen. Eigentlich hat Großfix mir gesagt, wo ich gehen soll. Aber jetzt bin ich Königin. Der Bewegungssensor. Dieses Teil muss unbedingt neu ersetzt werden. Ich habe eine Idee. Wir können zum Lager laufen und es holen. Weil es für Sie zu umständlich ist. Und so konnten Sie weiterarbeiten. Also gut. Merkt euch nur den Code für das Ersatzteil. A8375. Das merke ich mir bestimmt. Warum ist die Lisa immer zur falschen Zeit da? Müssen wir denn warten, bis sie weg ist? Ha, wozu? Wir schleichen uns halt raus. Ziffer, hast du das Ersatzteil? Ich hab's. Sind wir bereit? Ja, alles klar. Na dann los. Professor Eugenius, Sie sind hier. Wissen Sie, warum sich diese Tür selbst öffnet und sich selbst schließt? Ha, klar weiß ich das, Elisa. Ich habe sie in eine elektronische Tür umgebaut. Sehen Sie, ich habe über ihr einen Bewegungssensor installiert. Ein Bewegungssensor ist eine Art elektronisches Auge, das Bewegungen in seiner Nähe wahrnimmt. Habt ihr euch je gefragt, weshalb sich Türen in Geschäften oder am Flughafen öffnen? Das tun sie mit Hilfe von Bewegungssensoren. Wenn der Sensor sieht, dass sich jemand der Tür nähert, dann sendet er ein Signal an den elektronischen Motor der Tür. Der Elektromotor öffnet dann die Tür und schließt sie automatisch, nachdem die Person hindurchgegangen ist. Dieser Mann ist erstaunlich. Nur ein bisschen unordentlich.
Die Tür ist jetzt automatisch? Wieso hat sie sich denn nicht auch für uns geöffnet? Weil wir zu klein sind für den Bewegungssensor. Aber das Ersatzteil ist doch groß genug. Groß genug, dass der Sensor es sehen kann. Also wie kommen wir da rein? Wir tricksen es aus. Wir laufen nah an der Wand entlang. Lasst uns so nah wie möglich an der Wand bleiben. Diese Tür ist mir ein bisschen zu automatisch. Und schon wieder diese Teile. Hatte ich die nicht weggelegt? Ach, der Sensor hat uns trotzdem gesehen. Wir sollten ihn einfach zerschlagen. Warum denn ihn zerschlagen? Wir müssen ihn doch nur lediglich deaktivieren. Sensoren sind da, um Menschen in verschiedenen Situationen helfen zu können. Bewegungssensoren erkennen beispielsweise Bewegungen und können dann automatisch eine Tür öffnen oder Licht machen. Einige Fahrzeuge sind mit Regensensoren ausgestattet. Ehe es regnet oder schneit, betätigt der Sensor automatisch die Scheibenwischer des Autos. Es gibt auch Sensoren, die lichtempfindlich sind. Wenn es abends dunkelt, können Lichtsensoren eingesetzt werden, um Straßenlampen zu betätigen. Und morgens, wenn es dämmert, schaltet sie der Sensor wieder aus. Ein Rauchdetektor spürt es, wenn Rauch in einem Raum entsteht. Dieser Sensor kann dazu dienen, einen Feueralarm oder ein automatisches Löschsystem zu betätigen. Deaktiviert! Das sollte genügen. Na dann, los jetzt! Tidisch! Professor Eugenius, Mission erfüllt! Gute Arbeit, Fixies. Eigentlich nicht so gut. Dieses Teil ist A7583. Aha! Ich wollte doch A8375. Ziffer, du hast doch gesagt, du merkst dir den Code. Hab ich auch. Und anschließend wieder vergessen. Ah, Ziffer, ich glaub nicht, dass du ihn vergessen hast. Na gut, dann gehen wir eben noch einmal los. Danke, lass mal gut sein. Ich gehe selber. Ich habe vergessen, ihn zu warnen, dass der Sensor ausgeschaltet ist. Und ich befürchte, dass er sicherlich erwartet, dass sich die Tür automatisch öffnen wird. Professor! Autsch! Verzeihen Sie, das wollen wir nicht. Der Saugnapf. Wo ist der Professor? Habt ihr ihn gesehen? Noch nicht. Seltsam. Er wollte doch heute einige Tests mit uns durchführen. Großfix, guck hier unter dem Glas. Da ist eine Notiz. Liebe Freunde. Dann ist sie ja für uns. Klar, denn Professor Eugenius kann immer auf uns bauen. Ich bin nämlich auf eine Konferenz gefahren. Was sollen wir denn tun? Werft während meiner Abwesenheit bitte ein Auge auf meine Tests. Da wäre die Armbanduhr. Und wo ist sie? Na, gleich hier. Schaut, warum ist die Uhr denn im Wasser? Damit die Fische wissen, wie viel Uhr es ist, Nolik, sei nicht albern. Das ist der Test für die Armbanduhr. Siehst du? Da steht wasserfest. Genau da auf der Rückseite. Das heißt, dass kein Wasser in sie rein kann. Ich verstehe. So prüft der Professor, ob sie auch unter Wasser funktioniert. Verstehst du? Ah, jawohl. Verstanden. Die Uhr funktioniert. Und jetzt der Türklingeltest. Wir schauen nach. Der ist da vorn. Was macht denn das Ding? Dieser Apparat testet die Haltbarkeit der Türklingel. Um die Qualität von Anwendungen, Spielzeugen, Sportgeräten und anderen Dingen zu untersuchen, müssen sie wichtigen Tests unterzogen werden. Nehmt zum Beispiel Handys. Die werden sowohl mit Hitze als auch mit Kälte getestet, denn sie müssen an heißen Orten wie Afrika und an kalten Orten wie der Arktis funktionieren.
An Computern werden Vibrations- und Erschütterungstests durchgeführt, damit sichergestellt wird, dass man sie auch außerhalb des Hauses und während der Fahrt benutzen kann. Verschiedene Produkte müssen unterschiedliche Haltbarkeitstests bestehen. Zum Beispiel werden Sportschuhe und Autoreifen zum wiederholten Male gerieben und gequetscht, um zu sehen, wie lange sie halten. Ja, Tests sind sehr wichtig. Ohne Tests könnte euch eine Maschine im ungünstigsten Moment im Stich lassen. Wenn einmal die Woche Gäste zu Besuch kämen und ein Rowdy einmal im Monat käme und einen Klingelstreich machen würde, dann würde diese Türklingel etwa 400 Jahre halten. Das ist lang. Die Türklingel funktioniert noch. Das ist sehr gut. Jetzt, Was? Ich weiß nicht. Da steht auch etwas auf der anderen Seite. Wir müssen das Glas hochheben. Hopp, hopp, hopp. Ich krieg es nicht zu fassen. Wir benötigen einen Saugnapf. Ein Saugnapf? Saugnäpfe werden aus Gummi oder anderen elastischen Materialien hergestellt. Wenn ein Saugnapf gegen eine glatte Fläche gepresst wird, wird die in ihm enthaltene Luft verdrängt. Da die Außenluft wieder herein will, drückt sie den Napf herunter. Der Gummirand des Napfes lässt nicht zu, dass Luft hineingelangt, also übt die Außenluft stetig Druck aus. Dadurch bleibt der Saugnapf kleben. Dieser Vorgang wird möglich gemacht durch die Kraft der Luft. Warte eine Minute. Ich weiß, wo es einen großen Saugnapf gibt. Den nehmen wir. Das ist ein riesiger Saugnapf, Nolik. Tidisch, tidisch, tidisch. Wunderbar, Nolik. Wir müssen uns beeilen, bevor Luft unter den Saugnapf gerät und er sich dann löst. Mein Saugnapf löst sich niemals. Naja, lasst uns sehen, was hier steht. Simka, du solltest dich beeilen. Stellt auch sicher, dass im Labor nichts kaputt geht, während ich weg bin. Was könnte denn hier schon kaputt gehen? Ah, die Glasplatte, Vorsicht! Tja, da haben wir den Salat. Und wer wird jetzt alle diese Scherben aufräumen? Was meinst du wohl? Nolik, der Saugnapf war ja wohl seine Idee. Nein, Simka, sie hat nur zu langsam gelesen. Hört mal, das ist alles meine Schuld, weil der Saugnapf ja meine Idee war. Ich muss aufräumen. Jetzt komm schon, Großfix. Wir machen das schon sauber. Professor, der Saugnapf war trotz allem eine prima Idee. Das Grammophon. Und das ist ein Foto von meiner Mama, als sie noch klein war. Da war sie glücklich, oder? Alle Eltern waren froh, als sie noch Kinder waren. Und dann werden sie groß und werden trostlos und super langweilig. Oh, was glaubt ihr, ist das? Ein Lied über eine Schraube? Was für ein Quatsch ist das? Quatsch? Es geht um eine Schraube, also geht es praktisch um Fixies. Hören wir rein und finden es raus. Wenn es gut ist, können wir dazu tanzen. Wie hört man sich dieses Ding an? So etwa? Vielleicht brauchen wir einen CD-Player. Die passt hier nicht rein. Guckt, hier steht Schallplatte. Seht ihr? Also brauchen wir einen Schallplattenspieler. Einen was? Gehen wir zu Großfix. Großfix, wir haben ein Lied über eine Schraube gefunden. Wir suchen einen Plattenspieler für eine echte Schallplatte. Ah, ich verstehe. Was ihr braucht, ist ein Grammophon. Ein Grammophon ist ein altes Gerät, das dafür da ist, Töne abzuspielen, die auf einer Platte aufgenommen wurden. Wenn man ein Grammophon anschalten will, muss man an der Kurbel drehen, um die Federung aufzuziehen. Durch die Federung dreht sich die Platte. Dann wird eine Nadel auf die Platte gesetzt und während sie sich auf den Rillen der Platte bewegt, wackelt sie etwas. Mithilfe einer Membran, einer Art Mini-Trommelfell, werden diese Vibrationen in Klang umgewandelt. Das große Horn des Grammophons macht den Klang lauter und wir hören eine Stimme oder Musik.
Das Erstaunlichste daran ist, dass ein Grammophon keinen elektrischen Motor hat oder Strom braucht. Richtig. Man braucht keinen Strom, um Musik auf einem Grammophon abzuspielen, die auf einer Schallplatte aufgenommen wurde. Ein Grammophon ist ein vollständig mechanisches Wunder. Übrigens, Tom Thomas Vater hat ein altes Grammophon in seinem Büro. Auf dem Tisch. Toll, kommt mit. Ha, danke, wär nett. Wo ist der Knopf zum Anschalten? Es gibt keinen Anschaltknopf. Du musst diesen Hebel drehen. Jetzt musst du dieses Teil auf die Schallplatte legen. Es klappt nicht. Oh, da fehlt eine Nadel. Wo kriegen wir eine her? Wir machen eine. Hast du zufällig einen Nagel da? Ist der gut? Der ist perfekt. Werda, bist du bereit? Aber klar. Macht die Augen jetzt zu. Es klappt, hört doch. Eine Schraube ging spazieren. Ohne sie, hinterher, funktioniert rein gar cool. nichts mehr. Echte Schrauben sind nicht wichtig. Schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinandergehen. Die Raupe war grad fleißig, da macht es plötzlich Boom. Und unser kleiner Riese, der fiel ganz einfach um. Eins und zwei und drei und vier, eine Schraube ging spazieren. Ohne sie hinterher funktioniert rein gar nichts mehr. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinandergehen. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinandergehen. Tom Thomas, was hörst du da für Musik? Ich höre eine Schallplatte. Mit dem Grammophon? Ich dachte, das ist kaputt. Wir haben es, ich hab's repariert. Wirklich? So ein wundervoller Junge. Andere Kinder machen Dinge kaputt, du reparierst sie. Was meinst du, hören wir die Platte nochmal? Als ich ein Kind war, habe ich die so geliebt. Der Kran war bei der Arbeit, da gab es einen Knall. Und unser großer Riese, der kam plötzlich zum Fall. Eins und zwei und drei und vier, eine Schraube ging spazieren. Ohne sie hinterher funktioniert rein gar nichts mehr. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinandergehen. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinandergehen. Eins und zwei und Tom Thomas Mama tanzt wirklich super. Ja, sie weiß, wie man Spaß hat, obwohl sie eine Erwachsene ist. Denkst du, Schrauben sind